Das hätte ich niemals von Hannes gedacht. Betrügt er Lisa wirklich? Eigentlich muss ich Hannes nur seine Jacke wiederbringen, die er letzte Woche bei mir im Auto vergessen hat. Aber ich freue mich wirklich drauf, Hannes wiederzusehen. Meine Tochter hat echt einen richtig coolen Freund. Hannes. Hi. Hallo, was machst du denn hier? Hier. Hast du letzte Woche bei mir im Auto vergessen, als wir mit Mike und George im Park waren? Ja, ich hab dich auch besucht. Du, ja übrigens, das ist Lorraine, die studiert hier. Und hi. Das ist Carlo, Lisas Vater. Ich bin Lorraine. Hi. Ja. Lorraine hat Zauberhände. Ja, ich habe Schmerzen im Nacken und in der Schulter. Und, willst du auch mal? Also soll ich auch mal bei dir? Zauberhände, ja. Ja. Versprochen. Aber wenn du schon mal da bist, hast du Bock noch auf einen Kaffee zu bleiben? Du, ich würde auch direkt wieder los. Alles gut. Ernsthaft jetzt? Ja, ja. Nee, alles gut. Schön. Ich würde los, ja. Okay, alles klar. Dann okay. Gut. Viel ja. Spaß euch. Kannst du noch die rechte Seite ein bisschen... Kaffee ist viel geiler. Ich dachte echt bis gerade, Hannes wäre der perfekte Freund für meine Tochter. Aber was war das denn jetzt? Hat er echt mit einer anderen Wasser laufen? Kaum ist Lisa bei Dasha in London? Und jetzt? Nee, oder? Das hätte ich niemals von Hannes gedacht. Betrügt er Lisa wirklich? Oh! Fuck! Ey, sorry, Mann. Oh, Junge, was ist denn? Hey, sorry, sorry, sorry. Oh, warte. Geht's? Oh. Was ist denn das Problem? Alter! Ich hab ein Stöhnen gehört vor der Tür. Ja? Oh. Mann, ich hab gedacht, du gehst Lisa fremd, Mann. Ich dachte, sie hätte Sex. Oder was? Ey, sorry, Digga, wirklich. Deswegen kommst du direkt zum Psycho, oder was? Oh, Junge, mein Kopf. Pass auf. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich Lisa liebe und so eine Scheiße nicht machen würde, oder? Und zweitens, ich weiß nicht, Lorraine wird einfach selber. Nicht, dass hier irgendwie ein Missverständnis aufkommt, er möchte ja auch Frauen. Sieht ja aus wie eine Frau. Ne? Ich weiß, ich kann mal kurz gucken, aber. Nein, danke. Ich glaube nicht. Ich gehe dir einen Küper holen. Danke. Kein Ding. Oh, fuck, mein Gott. Oh, ich bin so ein Idiot. Ja. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ja. Digga, als ich dich mit Lorraine im Bad gesehen habe, das sah irgendwie so vertraut aus und du wirktest so ertappt, als ich da reingekommen bin. Was soll ich denn denken? Ja, okay, es sah vielleicht ein bisschen komisch aus, okay? Aber nein. Nein. Ich bin so ein Idiot. Junge, ich liebe Lisa und ich will so eine Scheiße nicht machen. Ich liebe sie auch. Ja, das und deswegen mache ich halt so eine Scheiße. Dann sind wir ja schon zwei. Darf ich mir jetzt was anziehen, vielleicht? Geht's mit deinem Kopf? Ja, ist es in Ordnung. Du hast die Tür so aufgerissen, Mann. Ja, es ist mir mega unangenehm, ich weiß. Jetzt muss ich ja nicht mehr klopfen, ne? Ja, nee, die Tür steht offen. Ich hab dir ein neues Küpad geholt hier. Danke, Mann. Naja. Ich leg einfach auf den Tisch oder so. Ich habe auch gerade mit Lisa telefoniert. Und was sagst du? Ja, du, die hat sich halt ein bisschen schlapp gelacht, ne? Dass du dachtest, dass ich was mit Lorraine hatte oder so. Also ich meinte auch, ja, selbst schuld, wenn du aus deinem Zimmer stöhnst, oberkörperfrei irgendwie schreist oder so. Ich denke mir so, ja, okay. Hä? Also so ein... Ja, okay, doch, vielleicht ist es doch eindeutig. Aber Digga, daran siehst du mal, was für ein besonderer Mensch Lisa für mich ist. Lisa ist einfach der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ja, krass. Bei mir ja genauso. Also wäre es halt nicht mein Kopf gewesen, würde ich ja auch echt sagen, voll süß. Aber das mit dem Kopf war zu viel. Hauptsache deine Verspannung hat sich gelöst. Ja. Ich muss das irgendwie wieder gut machen. Was hältst du von Burger und Bier? Wäre eigentlich ganz geil, aber die Jungs warten unten, die wollen halt ein bisschen chillen. Dann könnte ich dir vorschlagen, dass wir vielleicht ein Barbecue machen auf meinen Nacken für alle. Für alle? Auf deinen Nacken? Junge, natürlich, die sind dabei. Ich bin dabei safe. Hundertprozentig. Ehrlich jetzt? Ja. Na komm. Ich kümmere mich um alles. Ich fahr zum Supermarkt, geh einkaufen und dann bin ich später wieder da. Amigo. Geil, Alter. Pass auf meinen Kopf. Fühl deinen Kopf. Ja, oh, Junge. Oh.
Ey, was ist los mit dir, Mann? Alter. Schmeckt sie? Dieser Burger? Wie machst du diesen Burger, Mann? Der ist so krass, kein Spaß. Geheim Rezept. Geheim Rezept, ja. Ja, wenn es mal nicht mehr so läuft, dann mach ich vielleicht eine Burgerbude auf. Ja, ich bin dabei. Und dann verrate ich dir das Rezept auf. Ja. So, Meisterburgerbrater, ich übernehme mal für dich hier. Dann kannst du ein bisschen chillen. Ja, der war für mich. Danke, danke. Brauchst du eigentlich nur umgehen. Ich mach das, aber ich übernehme mal hier ein bisschen. Brauch mal die Burger für mich. Nein, nicht geschickt. So, ey, Rossi, willst du noch eine Bulette? Mein geheimes Burgerrezept klappt immer. Den Leuten scheint es auf jeden Fall zu schmecken und meine Schuld gegenüber Hannes habe ich auf jeden Fall abgearbeitet. Wo willst du hin? Der Alte muss nach Hause. Lass euch Jungen mal alleine hier. Der Alte muss überhaupt nicht nach Hause. Ja, warum nicht? Könnt ihr doch einen schicken Abend machen. Bist du langsam mal dabei? Was? Eine Runde Bierpunkte verlieren? Hör mal zu. Wir brauchen einen Verlierer. Wir brauchen einen ordentlichen. Was? Alter, das lass ich mir nicht zweimal sagen. Das gibt auf jeden Fall eine Trockenmasse und einen Strich, das sag ich. Was denn erst, ne? Wenn ihr fertig gegessen und geschmatzt habt, ne? Ja. Bringt euch hin. Doch, bringt euch hin. Keine Ahnung. Komm, hier ist mein Freund. Auf die Wurst. Ja. Ey, ohne Spaß. Wir sind so einen krassen Vater. Digga, lass den Tisch stehen. Wir sind so einen krassen Vater. Das ist nicht mein. Weil mein Vater nur 1,5% so wäre wie du, ne? Halb. Hannes, du weißt doch, ich bin die auch richtig korrekt. Hä? Du weißt doch, ich bin die auch richtig korrekt. Muss ich dich jetzt anschreien, oder was? Ich finde, nicht nur du hast ein großes Los mit Lisa gezogen, sondern sie mit dir. Ja. Und du weißt. Ich frage nicht. Ich hoffe, du weißt. Egal was ist. Hey. Wann immer zu mir kommen. Komm, mach ein Bild. Warte. Aber ich sag dir eins. Ja. Vertrau dir, ne? Ja. Und du weißt, was passiert, wenn du Scheiße baust. Ich baue keine Scheiße. Will ich hoffen. Herr Versprochen? Ja? Ich baue keine Scheiße. Komm, lass Bilder machen. Müsieren. Boah, ich will ganz schön hassen für die Bilder morgen, Alter. Ich gebe noch eine Memo. Stopp. Hallo, mein Schatz. Hi, Lisa. Hier ist dein Vater. Hier ist dein Vater. Wir haben einen ziemlich geilen Saufabend. Nein, wir trinken gar nichts. Nee, nee, wir trinken nichts. Wir haben nur gegessen. Stopp, nüchtern. Vorbildfunktion, Vater. Ich liebe dich, ich vermisse dich, ey. Hab dich lieb, pass auf dich auf, ne? Ey, ich glaube, wir würden uns hassen, weil das so dicht sind. Willst du noch ein Bier? Nee, Mann, für mich nicht mehr. Ich mach mich auf den Weg. Nein. Wer will jetzt? Ich nehme noch so ein bisschen Frikadellchen mit. Ja. Nee, ich bin gar. Ich bin nicht mehr so jung wie ihr. Ich schaff da nicht mehr. Ey, ich muss. Brauchst du rein, Spießer? Hat mit Spießer nichts zu tun. Ich würde gerne auch mit euch machen, aber. Muss ich jetzt alleine trinken? Ich hab eine alte Leber, mein Freund. Ich muss jetzt alleine trinken. Ciao. Hannes ist mir heute echt ans Herz gewachsen. Es tut einfach gut zu wissen, dass Lisa einfach alles hat, was man für ein glückliches Leben braucht. Coole Freunde und ja, einen tollen Freund.
Ich muss mich ja nicht mehr vorstellen, oder? Schön, wieder mit einem Ort zu sein. Schön, euch wiederzusehen. Hallo.